Hallo Leute, diese Folge wollen wir mal gucken, ob irgendeine Stadt schon die Möglichkeit hat zu wachsen. Ne? Das ist, muss aber irgendwie, ich glaube, bei 320, meine ich, war das so, wie wenn die da wohnen, dann fängt das erste Häuslein an zu kommen im Umkreis. Das werden wir nach dem Intro uns mal angucken, ob es da eine Stadt gibt, die das schon kann. Und sonst müssen wir noch optimieren weiter, ne? So, dann gehen wir mal in die Listen hier rein, Listenverwaltung, und das müssten Städte sein, ja. Und Name brauchen wir nicht, wir brauchen Einwohner. Und dann, oh, Neubrandenburg ist am größten mit 295. Das heißt, da wird noch nichts passieren, da gibt es noch kein Häuschen, ne? Aber das ist, ja, doch, 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 doch. Da gibt es doch schon ein Häuschen. Guck mal an. Es geht voran. Das erste Häuschen ist gewachsen und zwar hier. Und dieses Häuschen ist aber abgedeckt. Da brauchen wir uns also keine Gedanken machen, weil das in dem roten Bereich von dem Bahnsteig ist. Passt also. Und wie wir sehen, hier ist schon eine Straße gebaut, da ist schon eine Straße gebaut. Alles gut. Aber hier sehe ich gerade schon wieder, ist schon wieder was faul. Warte auf freie Strecke. Okay, der hat irgendwie eine Mindestbeladung da drin. Fahrplan. 10%. Das kannst du rausnehmen, das hat hier keinen Sinn mehr. Weil jetzt von zwei Seiten kommt, diese 10% sind da definitiv nicht zu gebrauchen. Fahr mal weg, weil er wartete mich, dass da was passiert. Gut, dass wir das gesehen haben. So, dann nochmal die Stadtliste gerade. Weil wenn die haben, dann hat Willig vielleicht auch. Willig hat auch und Willig braucht eine Bushaltestelle. Alles klar, es geht voran. Das war letztes Mal noch nicht, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja dann voll cool jetzt. Gut, da fährt der Zug, der wartet auf den Gegenverkehr, will ich hoffen. Ja, da kommt auch einer und okay. Da sollte man vielleicht hier nochmal drüber nachdenken, noch eine Weiche zu machen, ne? Ja, aber jetzt lass uns dann hier über den Stadtbus nachdenken. Eine Kutsche. Eine Kutsche wird kommen und wir werden einen Stadtbus brauchen. Und ja, neue Linie für hier. Und da gibt es bestimmt auch schon die ersten ausgemusterten Linien, die wir jetzt erstmal hier löschen können. Da sind ja keine Fahrzeuge drauf. Das ist auch alles freier Wegpunkt. Mach das weg, geh da drauf und Linie löschen. Und hier ist das natürlich das gleiche. Hier können wir auch Linie löschen machen und da ist das auch noch. Linie löschen. So, dann neue Linie. Das ist Stadtbus Willig. Und er fährt. Oh, ich brauche ja noch eine Dingens dann, ne? Ja, genau. Ich brauche ja dann noch eine Haltestelle, ne? Dann wollen wir die mal schnellstens bauen. So, Haltestellen sind hier. Das heißt, hier muss die Straße hin und da muss die Haltestelle hin, ne? Und dann passt's schon. Gut. Und dann müssen wir hier hinzufügen machen. Von da bitte nach da fahren. Und das ist dann gut, oder? Und da müssen wir mal Enter für drücken, dass das hier übernommen wird. Das passt dann auch. Sieht erstmal gut aus. Hier haben wir jetzt Stadtbus Willig. Und das brauchen wir erstmal nicht. Jetzt müssen wir nur gerade gucken, wo das Depot ist. Das ist da. Und da gibt es jetzt dann tatsächlich die erste Bewegung mit einer Kutsche innerstädtisch. Und zwar auf der Stadtbus-Billiglinie. Und starten. Gut, fährt und bringt uns demnächst Geld. Will ich hoffen. Ja, der Zug, der hat jetzt hier sich gekreuzt mit dem Zug. Ja, die Mitte zwischen denen wird wahrscheinlich irgendwo hier liegen. Warte mal, das ist das Stück. Das, ja, ich werde hier jetzt, glaube ich, nochmal erstmal einen Ausbau machen. Die Straße muss später mal verlegt werden, glaube ich. Weil es macht Sinn, glaube ich, hier noch was zu bauen, damit die da rum können.
So sieht's doch gut aus, oder? Ja. Kann zu, kann zu, kann zu. So, wenn dann, wie wir eben gesehen haben, da einer wartet, dann braucht er nicht ganz so lange warten, bis der von da kommt, ne? Dann ist das schon ein Stück weiter. Ist das hier auch noch mal so? Ah, ne, hier geht das eigentlich, glaube. Ja, die sind nicht die schnellsten, die Züge, ne? Und hier wäre wahrscheinlich das Gleiche zu überlegen, ob das da auch sein muss. Aber so viele sind es dann doch nicht, ne? Aber hier unten ist er jetzt angekommen. Wie wir stehen denn jetzt hier? 18 Passagiere über zwei Brücken Wald, okay. Das ist ja hier, ne? Genau. Und wie wir stehen auf der anderen Seite? Nach Bayreuth. Zwei Brücken Rathaus. Hier wollen sie nur weg. Keiner will rüber. Ist der wer drauf? Nö. Schade. Aber hier sind welche auch nicht drauf. Okay, der Zug ist ja auch gerade erst gekommen. Ah, warte mal, jetzt steht hier noch ein Zug. Auf was wartet der? Warte auf freie Strecke. Hier ist auch irgendwas faul. Okay. Die warten beide auf freie Strecke. Das ist nicht gut. Das bedeutet, wir werden hier zweigleisig machen müssen. Und zwar hier. Zack. Und Signal. Da ist bestimmt das, was da hapert. Jetzt müssten sie beide eigentlich losfahren. Wieso steht der noch? Warte auf freie Strecke. Wo ist die Strecke nicht frei? Ah, warte mal, was war B, ne? Okay, der reserviert nach da. Aber der müsste doch jetzt schon verstanden haben, dass es da lang geht, oder? Diese Symbole hier, die gelben, orangen da, die kenne ich noch gar nicht. Sind die neu? Wieso fährt der jetzt nicht? Gucken, was er jetzt macht. Wenn ich den nochmal dahin schicke. Jetzt dreht er um und fährt wahrscheinlich da lang, ne? Ja, passt jetzt diesmal. Okay, schnell wieder hier hin, sonst haben wir da irgendwas Falsches nachher gebastelt. Okay, das Problem ist gelöst. Wie sieht es denn mit unseren weiteren Städten noch aus? Habe ich gar nicht die dritte Stadt angeguckt, ne? Wir haben Willig gemacht und dann hier Bad Mergentheim hat ja auch fast diese 295, hat auch tatsächlich schon ein Häuschen und hier eine Straße gebaut. Passt. Aber abgedeckt. Dann haben wir Königsbrunn mit 293. Hat noch nicht, da fehlt es noch. Königsbrunn wollte noch nicht. Und zwei Brücken wahrscheinlich auch nicht. Das hatten wir, glaube ich, eben vielleicht gesehen, oder? Weiß ich nicht. Nee, da ist auch noch nichts. Aber die sind kurz davor. Die Städte wachsen, das heißt, das ist gut für uns, weil dann, ich hätte jetzt auch damit gedacht, dass hier vielleicht noch ein Häuschen ist bei Gütersloh. Wie groß sind die denn? 288 erst, okay. Ja, hier ist tatsächlich ein Haus gebaut, ne? Wir werden sehen, wie es hier weitergeht, ne? Alles gut. Wieso fahren da noch zwei Kutschen? Über Brandenburg Rathaus. Die nehmen doch dem da die Passagiere weg, oder? Hier ist doch keine Kirche oder sowas dazwischen, wo die noch anhalten würden, ne? Nö. Aus muss dann, sobald leer ist, oder? Aus muss dann, sobald leer ist. Ja, da müssen wir darauf achten, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Kutschen noch zwischen den Städten fahren haben, ne? Fahrzeugliste. Okay, die muss sein. Ja, das ist okay. Zeichnung passt, dann ändert sich das auch nicht. Der fährt von wo? Stadtbus Willig. Also der ist noch, ja, der ist bald da, dann ist ja alles gut. Dann klappt das mit dem Stadtbus Willig. Wo sind die unterwegs? Die fahren da zur Burg, okay. Hat tatsächlich niemanden drin.
Beide nicht. Schade. Ist denn hier einer, der jetzt zur Burg will? Ne, das war falsch. Da wollen wir hin. Wilnsdorf Burg, das ist hier, ne? Ja, okay. Vielleicht klappt das ja, weiß ich nicht. Wie sieht's hier aus? Keiner drauf. Keiner drauf, das klappt nicht so gut. Wir müssen mal gerade gucken, wo das hier ist. Okay, da ist noch keine Strecke für den Zug. Da sitzen aber 6 drauf. Über Schwandorf Zweig. Das ist hier, ne? Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel hier. Dass da eine Bahn hinkommt, ne? Das macht so keinen Sinn. Weil wenn da jetzt, wie viel fehlten, waren das? 42? 42 wollen da runter, die kriegen wir mit der Kutsche da nicht hin. Ne, das ist auch eine. Wo fährt die? Wilnsdorf, okay, da gibt es keinen Bahnhof. Ja, das ist erstmal noch okay. Schwandorf, Hafen, Festland. Achso, das ist hier. Das ist jetzt die Strecke nach rechts. Wo ist das? Bei der Burg. Okay, eben waren das noch 2. Jetzt sind es 3. Okay, ich dachte, naja, fast schon. Ja, das ist auch okay. Obwohl, am Ende müssen wir da auch drüber nachdenken wahrscheinlich. Die sind allerdings jetzt gerade alle weg. Und die letzte Kutsche hat keine Passagiere. Geht erstmal noch, lassen wir noch so laufen. Hatten wir schon. Hier sitzen ja auch welche drinnen nach Erlangen-Zweig da mit dem Schiff. Das passt auch. Das war die, ne, oder? Ja. Das heißt, die kann weg. Das heißt, die nächste ist diese. Das ist da unten eine. Okay. Da hat man darüber gesprochen, dass das eine Zuglinie werden muss. Das ist Lippstadt. Das werden wir auch nächstens in Betracht ziehen müssen. Weiß nicht, ob das die nächste ist oder ich jetzt 2 doppelt. Das ist bestimmt die, ich doppelt habe. Wo ist die? Die ist auch Lippstadt. Da sitzen auch welche drin. Das ist auch gut. Und hier sitzen 6 drin und das ist da bei Lüneburg. Die sind für die Burg da, das passt. Vielleicht muss man da mal Dingens verlängern. Wo stehen denn da? Ah, Lüneburg Rathaus, Lüneburg über Rathaus. Da sind 6 Leute. Vielleicht muss man den Zug da verlängern. Da müssen wir auch noch drüber nachdenken. So, der ist hier, Wilnsdorf, das ist klar. Das ist hier zur Burg, das ist auch klar. Das kann alles erstmal noch bleiben. Hier ist Zweibrückenkirche. Ah ja, da war eine Kirche unterwegs, da fährt er hin, ne? Ja, passt. Stehen da denn welche? Natürlich nicht. Das ist ein Verlustgeschäft wahrscheinlich, aber ja, wir wollen die Kirche trotzdem bedienen. ÖPNV muss so halt fahren, ne? Dann sind wir, glaube ich, hier. Ne, das ist unten offen, okay. Hier. Die Burg wird bedient, muss, wollen wir, ist so. Da brauchen wir auch noch kein Dingens machen. Dann haben wir hier noch ein Fahrzeug, wo 6 drauf sind. Das ist Lüneburg-Burg, das passt. Das ist auch Lüneburg-Burg, das passt. Und wir müssen darüber nachdenken, dort die Linie zu verlängern. So, Züge stellen wir gar nicht in Frage. Sind alles Züge, so wie es aussieht. Kommen nur noch Züge und dann die Schiffe. Bei den Schiffen müssen wir auch noch mal reingucken. Was da fehlläuft, weiß ich auch nicht. Das müssen wir dann nochmal genauer gucken, ob wir vielleicht gewisse, also hier jetzt nicht, aber ich glaube hier zum Beispiel nach Wilnsdorf, obwohl da fahren glaube ich auch ganz viele drauf, ne? Hat sogar 12 da drin und es sind, ja, guck, da sind welche drin, da sind welche drin, hier natürlich jetzt nicht. Aber okay, das sind schon ein paar Schiffe, die da drauf sind. Das kann schon passen, das klappt schon. Haben wir es erst. Okay, der ist jetzt der zweite, der dann da irgendwo aussteigen lässt und weg ist. Genau so ist es. Und er hatte ja Passagiere dabei. Gut, erstmal würde ich sagen, läuft das rund. Wir wachsen, das ist das Beste. Wo ist Neubrandenburg? Ich will jetzt sofort zu Neubrandenburg.
ist die erste Stadt, die größte Stadt und schon zweites Haus. Nein, leider noch nicht. Und dann war Willig. Ja, da war es hin. Willig ist da. Ist da noch was passiert? Ah, nee, noch nicht. Aber das wird werden mit der Zeit, ne? Bin ich von überzeugt. Okay, dann würde ich sagen, erstmal genug für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.